Ah ja, da ist der Trader, genau. Ich habe jetzt kein Geld. Bist du wieder auf dem Rückweg zur Crafting Base? Ja. Ja, perfekt. Hoppla. Und wir fahren weiter. Fahren, fahren, fahren. Lud sich Herrn. Was gibt's sonst zu erzählen? Wir können schon mal eine kleine Ankündigung machen. Und zwar wird nächste Woche wahrscheinlich zum Wochenende ein neues Let's Play-Projekt starten. Und zwar zocken wir noch The Forest nebenbei. Wie lange haben wir uns das jetzt schon vorgenommen? Ein halbes Jahr? Ja, seitdem ich mit eingestiegen bin im Ja, Kanal, ne? seit, ja. Februar, März. Wir haben jetzt Juli, ja, auch ein halbes Jahr kommt er hin. Jedenfalls zum Wochenende hin, wir denken mal, Freitag müsste die erste Folge online kommen. Wer Lust hat, wer das Spiel mag, kann gerne mal reinschauen. Allerspätestens, ich denke mal, danach die Woche Montag. Allerspätestens. Allerspätestens, ja. Wir versuchen es bis Freitag. Ja, aber du weißt ja, wie das ist mit Arbeiten und so. Ja, real life. Ja, Immer diese dann hab, Komponente. ja, und dann hat mein Real Life ja dann auch noch diese überraschende Komponente eingenommen. Das auch noch. Das fehlte uns auch noch, ehrlich. Schlimm, ne? Ehrlich. Scheiß Berge hier. Ich versuche die mal jetzt zu umfahren. Hast du einen Weg ohne Berg? Nee, ne? Ne, können uns ja einen Tunnel graben. Als hätten wir nicht genug Tunnel gegraben in den letzten 18 Folgen gefühlt. Doch nur so wenig. Ja, Bora hätte einiges leichter gemacht, aber ich glaube auch die Heatmap ordentlich eingeheizt, ey. So haben wir wenigstens Ruhe gehabt. Ja, aber hätten auch noch ein bisschen Action, ne? Du, ich glaube, ey, die ersten zwei Drittel dieses Let's Plays waren Action. Ich bin froh, dass wir ein bisschen bauen können. Vielleicht nicht alle Zuschauer, aber ich. Ja, es ist halt immer so eine, ne, wenn man es nicht selber macht, so beim Bauen zuschauen ist schwierig, aber wer es mag, der schaut's. Wer nicht, tut mir leid. Ist halt so. Gehört dazu. Lego-Simulator hier. So. Ach, guck mal. Eine Topfpflanze. Wo kommt denn die hin? Materialien. Ach, guck mal hier. Holzframes wollte ich schon sagen. Leiter. Heuballen hast du ja auch schon da drin. Genauso wie ich dachte. Dosen. Dosen. Das sind, ach so, Werkbank, Zementmischer. Guck mal, ist alles auch schon hier. Ich pack mal die Dosen auch hier zu diesem Mischlud. Ist Messing. Was kommt hier rein? Ich glaube, das sind die Waffen, genau. Ach, guck mal, Munition für mich. Taschenlampe. Schematiken packe ich mal hier mit rein. Sprungfeder. Würde ich hier mit einsortieren eigentlich. Erstmal, dass der Raphael schon mal einen groben Überblick hat, wenn er da einen Weg sortiert. Batterie packe ich mal hier hin. Schematik packen wir hier rein. So, hier ist leer. Die Betonmischung nehmen wir noch mit. Das ist hier schon mal weg. Ach, Töpfer hast du ja schon mitgenommen, ne? Jo. Waffentruhe ist deine Muni, ne? Ja. So, was haben wir hier jetzt noch so? Ausschalten. Und deine Nägel daneben. Tierfett, Hobus-Tür, das kommt alles in die Schüssel, das auch. Schießpulver. Schießpulver. Machen wir bei hier. Ach, guck mal, ist auch noch so ein Ding. Aber noch zufällig was im Sarg oder so. Da habe ich Kann man letztens mal sagen. nachgeschaut, da war eigentlich nichts mehr. Alles leer, leer. Wo wir da unten die Todeshorde am Morgen hatten.
Ja, ist alles leer. Tierfett, Bierchen. Die Kochtöpfe und Grillroste packe ich dann auch erstmal in die Nahrungstruhe. Ja, ich muss halt gleich erst noch zwei Lagerfeuer basteln. Genau. Hobo-Stew, wo ist denn die Aber die Fertigrissen? kommen. Haben wir nichts Fertiges mehr zu essen? Nee, ich glaube nicht, aber ich habe noch was in der Tasche. Ah, Ich ich habe noch hab ein noch, bisschen. nur wegen Hobo-Stew zum Einsortieren. Alles gut. So, mein Fahrrad ist noch voll, hat man auch noch leer. 12 Uhr, ja. War da noch viel in der Base? Nee, ne? Nee, nix. Gar nichts Ist mehr. jetzt noch die Tellamin, das Shirt und einmal Karten. Hast du auch die Schmiede und so leer gemacht? Ja. Die hatte ich nur eingestellt. Lief die nicht mehr? Alles leer. Alles fertig. Ja, perfekt. Gut, dann bleiben wir hier. Sortieren wir aus, dann baue ich weiter. Bis wir zur Horde dann final rübergehen. Ich baue mir dann mal rechts neben der Topfpflanze eine Truhe. Futter. Futter. Ja, nimm mit. Ja, sehr. Und zack. Rare. So. Kann auch zulassen, ist ja meine Truhe. Dann packe ich hier nämlich jetzt den ganzen. Ah ne, das kommt noch hier rein. Wildbret, ja, wir haben ja genug Fleisch. Lehmige Erde. Ja, Fleisch haben wir definitiv genug. Was zu wenig haben, sind Eier. Die Oder sind echt Kartoffeln. Mangelware. Oder Kartoffeln. Haben wir ja 20 Stück. Ja, Ich habe noch. da kann ich gleich mal ein bisschen Kartoffeln und Steak machen. Ja, mach das. Ich pflanze nicht mehr auf diesem Feld da hinten an. Da mache ich einmal noch leer das nächste Mal, wenn es gewachsen ist. Und dann war es das mit dem Feld. Wenn, dann baue ich uns hier eins hin. Wie ich versprochen habe, bei mir gibt es Baufolgen und Craftingfolgen. Ab jetzt. Und Händlerfolgen. Und ein paar Quests müssen wir auch noch machen demnächst. Und Zombie töten folgen. Ja gut, das ist ja nochmal dabei. Ja, was mache ich jetzt, ey? Pistole, AK. Ich lasse meine AK mal hier. Einfach nur aus Angst. Ich lasse meine gute Muni hier. Ja, ich Alles nehme auch hier. gleich die schlechtere Flinte mit. Ich nehme nur die Ja. Pistole, die schlechtere Muni mit. Und alles andere packe ich mir jetzt hier in meine Truhe. Kann schon mal zwei Schlafsäcke basteln, Ich nehme eigentlich. mir ein Repair-Kit mit. Ich habe keine Pflanzenfasern, glaube ich. Habe ich die Pflanzenfasern gerade dabei? Ich Ich guck mal. weiß nicht. Weil dann setzen wir uns die irgendwo an der Kirche. Und dann können wir uns ja am nächsten Tag in der richtigen Base dann neu setzen. Ja, klar. Ich nehme auch keine Heilungssachen mit. Ich nehme nur die Hälfte meiner Muni mit. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. So. Obwohl, schießen brauchen wir gar nicht. Wir kriegen die eh nicht down, ey. Ich nehme mal nur so 90 Schuss mit. Einfach nur, um mich grob zu verteidigen. Und vielleicht noch zwei Verbände. Ja, das mache ich so. Hast du die Betonmischung mitgebracht irgendwo? Ja, warte, hier schmeiße ich dir direkt. Genau. Und die habe ich jetzt weggepackt, ne? Ne, Metal Trussings. Oder habe ich hier schon Nee, die hatte ich irgendwo? keine. Die müssten ganz rechts in der Truhe sein. Ah ja, tatsächlich. Gut, Betonmischung, Metal Trussing. Ja, mehr brauche ich erstmal nicht. Da sind noch die paar Iron Bars, die aber viel zu wenige sind. Das machen wir dann alles hier in unserer neuen Schmiede. Erstmal verkleiden wir hier alles. Der letzten Folge hatte ich ja so ein bisschen Statikprobleme. Ist mir wieder alles eingestürzt. Da habe ich auch einiges an Betonmischung verballert, leider.
Du bist ein Statikproblem. Hast du in der letzten Folge auch gesagt? Ja, ich sag's auch immer wieder. Die Meinung hält sich. Wo habe ich denn gerade das ganze Benzin hingepackt? Ach, da. So. Sieht doch schon nach was Sicherem aus, was hier passiert. Sagte er und starb. Ja, so ungefähr. Boah, wie das weggeht, diese Betonmischung. Das werde ich mir auch merken. Im nächsten Spielstand werde ich die Steine viel eher fertig machen mit dem Sand, ey. Schon mal vorbereiten. Das erste Mal wirklich, das ist schon echt heftig, das zu sagen. Seit den ganzen Jahren, wie ich 7 Days spiele, dass ich mich so ausgiebig mit Beton und so beschäftige. Ja, so weit waren wir, glaube ich, noch nie, ne? Na, wir beide nicht. Mit Beton und das wurde immer alles erbaut. Mach mal deine Truhe auf, dann kann ich da mein Zeug gleich auch noch reinschmeißen. Nee, das kannst du nicht. Schnauzer. Mach dir eine eigene, ich baue dir eine eigene. Das Arschloch. wird mir zu durch, ich habe kein Holz. Was? Arschloch. Hast du Holz? Dann bau dir eine. Arschloch. Ja, ich weiß. Dann zerstöre ich gleich deine Gartenhacke aus Eisen. Also ich habe jetzt schon keine Betonmischung mehr. Das heißt, Mach die Truhe jetzt auf, sonst nein, mach ich die ernsthaft. Mach kaputt. eine neue. Ich will das ordentlich haben. Ich mach die kaputt. Hör auf damit. Mach dir einfach eine eigene. Ich mach die kaputt. Ja, dann ist mein ganzer Loot weg. Dann kannst du das machen. Nur ein bisschen viel Muni und so was dann drauf geht. Ein bisschen Ist ja nicht Stahl. meine. Das stimmt wohl. Da Von hast du daher recht. egal. Eigentlich schon. Boah, hab ich eine Angst, wenn ich das jetzt hier weghau, Alter. Fällt mir da Dinge noch ein, ne? Das habe ich nicht bedacht bei meinem. Oh je. Wisst ihr was? Wir sichern das hier ab. Das sollte halten. Weil ich sollte diesen Beton auch in die Erde noch machen. Wir bauen hier ein paar Stützen hin. Hoffentlich klappt das jetzt. Natürlich habe ich jetzt kein Werkzeug mit, ist ja super. Dann lassen wir den Beton noch in die Erde ein. Wenn, dann bauen wir das ja auch richtig. Schaufel bräuchte ich nochmal. Ich glaube, die Iron Bars können wir getrost hier lassen. Soweit kommen wir gar nicht. Weil wir müssen auch gleich Richtung Base, also Kirche, zur Abrissparty. Dann sichern wir hier alles ab. So, fressen wir uns nochmal voll. Wetten gehen raus, wie lange die Kirche hält. Ich sag eine Minute. Ah, ich sag 5 Minuten. Weg. Okay, Risiko. Wir buddeln jetzt den Frame hier weg. Weg, Gucken, was weg, dann weg. passiert. Ah, nix gut. Noch einen. Ach nein, die brauchen wir. Gut. So. Ja, die machen wir jetzt auch. So, ich pack dann deine Gartenhacke erstmal noch bei mir rein. Ja, pack die einfach da irgendwo hin.
Das ist einfacher, dann gehst du an die Truhe nachher, sammelst alles ein und fertig. So, wo ist denn die Frau Lasko? Ich Ist mach hier draußen. weiter. Ja. Ich Ich mach habe noch das. den Schlafsack für dich. Das ist falsch hier. Setz noch kurz hier die Frames drunter. Ja, hier. Ja, danke. Ich fahr schon mal rüber. Werde ich auch sofort. Ja gut, eigentlich passiert ja wieder nichts hier, Nee, wir warten sondern jetzt. genau, ich mache kurz hier noch die Trussings drunter. Ich habe vor, dann einmal den ganzen Ring rumzuziehen, dass wir hier auch eine Betonverstärkung im Boden haben außenrum, dass dann nicht sobald später zwei Blöcke weggehauen werden, mir die ganze Scheiße hier hinfliegt, wie ihr letzte Folge gesehen habt schon. Ja, und dann fahre ich jetzt auch rüber. Den Rest bauen wir dann die nächsten Folgen zusammen. Ganz in Ruhe. Den lassen wir auch in den Boden ein hier. Und dann schauen wir, wie sich das hier entwickelt und wie schnell wir Betonmischung herkriegen. Ja, ein bisschen ist schon wieder da. Ja, ich weiß, Habe ich ja aber gerade mitgebracht. so Aber wir viel können brauchen wir auch nicht gleich mehr hier. nach der Horde setzen wir schon mal Frames, damit wir schon mal die Abstände richtig haben, damit die Sachen auch hinterher schön an der Wand stehen. Genau, können wir machen. Ja, dann kann ich ja schon mal Werkbank und Dings hinstellen. Machen wir aus uns ein bisschen Zementmischer. gemütlich, ja. Du Ganz kannst dann schon genau. mal die Schmiede oder Schmieden. Ich würde sagen, wir machen zwei. Hier setzen wir schon mal die Dinger an. Hier kommt der nächste Boden. Boden sage ich, der nächste. Wie sagt man? Ah, ich habe ja noch Klamotten im Fahrrad. Habe ja voll vergessen. Ja, die müssen noch raus. Okay, ja. Mache ich. Ja gut, dann bleibe ich noch so lange hier, das machen wir zusammen. Wir sehen uns dann gleich zur Horde, beziehungsweise nächste Mal, ich sage mal gleich, weil bei uns das ja gleich ist, zur Horde, zur nächsten Folge dann wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschö. Tschüss.